Weltspiegel, Thema. In diesem Podcast reden wir über Themen, für die die Nachrichten manchmal zu wenig Zeit haben. Mit Leuten, die viel zu erzählen haben von ihren Erlebnissen und Erfahrungen in der Welt. Wir schauen Auslandskorrespondenten der ARD über die Schulter. Jedes Wochenende eine halbe Stunde Welt aufs Ohr. Und heute nimmt euch der Weltspiegel-Podcast mit nach Afghanistan, zu einer selbstbewussten Unternehmerin und zu einem Chirurgen, der von Deutschland aus Patienten in seiner ehemaligen Heimat behandelt. Außerdem fahren wir ins Gebiet der Taliban. Mein Name ist Esther Saoub. Wir sind jetzt aus Kabul raus, sind durch die letzten Städte gefahren, die noch in Regierungskontrolle sind, und betreten jetzt das Taliban-Land. Es gibt ja überall auf der Straße schon frische Trichter von explodierten Autobomben. Und wir erwarten jetzt in den nächsten Ortschaften die ersten Kontrollstellen der Taliban. Und dann sehen wir, ob unsere Erlaubnisse zu etwas gut sind. Wir hoffen sehr. Das ist eine Aufnahme mitten aus Afghanistan. In den Bergen südlich der Hauptstadt Kabul, da saß der Zeitreporter Wolfgang Bauer zusammen mit einem Kollegen im Auto und war auf dem Weg ins Taliban-Gebiet. Inzwischen ist Wolfgang Bauer wieder in Deutschland. Herr Bauer, schön, dass Sie heil zurück sind. Ja, guten Tag, Frau Saoub. Was macht das mit Ihnen, wenn Sie diese Aufnahme noch mal hören? Sind Sie jetzt wieder in dieser Situation? Es ist ein bisschen Zeit vergangen. Ich habe mich also wieder in Deutschland einrichten können. Aber es war eine sehr intensive Zeit in Afghanistan. Bin jetzt, glaube ich, fast 20 Jahre in dieses Land gefahren, aber zum ersten Mal sozusagen auf die andere Seite, zur Opposition, zu den Terroristen, wie manche sagen, zu den Taliban. Und das war also schon eine ganz besondere Erfahrung, sich unter die Kontrolle derer zu begeben, die einen normalerweise entführen würden. Wir haben uns jahrelang immer sehr viele Gedanken gemacht, wie wir eben diesen Leuten, diesen Männern nicht begegnen und sich jetzt ganz gezielt in ihre Hände zu begeben. Das waren schon intensive Momente. Wie ist denn diese Reise überhaupt zustande gekommen? Das ist von langer Hand vorbereitet. Ich hatte systematisch mich erkundigt nach Leuten, die gute Kontakte zu den Taliban haben. Und bin dann im Zuge dieser Recherche auf den britischen Filmemacher Najibullah Qureshi gestoßen, der seit vielen Jahren immer wieder zu den Taliban reist. Und wir hatten uns in London getroffen, um uns kennenzulernen. Und er hatte dann Kontakte mit der obersten Führerschaft der Taliban in Katar, wo sie gerade am Verhandlungstisch sitzen, aufgenommen. Mhm. Und die hatten dann relativ rasch gesagt, wir seien willkommen, haben dann aber auch sehr bald dieses Willkommen wieder relativiert. Der oberste Militärrat der Taliban musste involviert werden, der dann schließlich zugesagt hatte, 2 Tage bevor wir dann abreisen konnten. In der Reportage, die Sie gemacht haben für den ARD-Weltspiegel, sieht man Sie mit Bart, mit brauner Wollmütze, langem Hemd und weiten Hosen. Also auf den ersten Blick habe ich Sie gar nicht sofort erkannt, dachte, Sie sind einer von den Männern, die da sitzen, von den Taliban-Leuten vielleicht sogar. War das eine notwendige Vorsichtsmaßnahme? So kleiden wir uns immer, wenn wir in Afghanistan unterwegs sind. Also traditionelle Kleidung der Region angemessen ist ganz wichtig. Nicht vor allem, um den Taliban zu entkommen, sondern um einfach im öffentlichen Straßenleben nicht wahrgenommen zu werden. Wenn man in Kabul zum Beispiel unterwegs ist, ist die größte Gefahr diese Netzwerke an Mafia, an Verbrecherbanden, die gerade jetzt sehr viel Entführung durchführen, sehr viele Leute kidnappen, überfallen. Und je weniger man auffällt, desto besser ist es. Und das leider auch schon seit vielen Jahren. Also ich habe mehrere dieser Sets bei mir im Kleiderschrank hängen. Mhm. Für Afghanistan, je nach Region, ein bisschen verschieden. Jetzt sprechen Sie von der Gefahr, entführt zu werden. Ich stelle mir das ziemlich schwierig vor, wenn es darum geht, irgendwo zu übernachten. Da muss man sich ja auch sicher fühlen. Wie haben Sie das eingerichtet in diesem Gebiet der Taliban? Das schwierige Problem ist in Kabul auf der Regierungsseite, wo wir seit langem nicht mehr in Hotels übernachten, weil alle von diesen Hotels sind schon überfallen worden. Mhm. Bei den Taliban, also wir hatten ein relativ sicheres Gefühl in den Distrikten, die die Taliban beherrscht haben. Die wussten ja immer, wo wir sind.
Und wir haben in verschiedenen Privathaushalten in den Gästezimmern übernachtet und haben dann alle paar Tage sozusagen gewechselt, weil auch da wollten wir vor allem uns sicher fühlen. Und Ausländer im ländlichen Tal spricht sich natürlich sehr rasch herum und lockt eventuell dann auch wieder Verbrecher an, Leute, die da auf ganz eigene Rechnung arbeiten. Deswegen waren wir auch da sehr vorsichtig. Was haben Ihnen denn diese Gastgeber erzählt von Ihrem Leben, wenn dann vielleicht auch niemand mehr dabei war von Ihren Taliban-Begleitern? Das Erstaunliche für mich war, dass am Anfang keine massive Kritik an den Taliban kam. Die meisten haben tatsächlich die relative Sicherheit in den Distrikten herausgestellt, haben gesagt, dass sie erleichtert sind, dass die Regierungstruppen jetzt nicht mehr dort sind bei ihnen, sondern alles nun übernommen worden ist von den Taliban, weil dann auch einfach Frieden sozusagen herrscht. Also keine akuten Auseinandersetzungen auf ihrem Gebiet stattfinden. Die Taliban versuchen sich ja darzustellen als alle Muslime in Afghanistan vereinigende Bewegung, die die Scharia wieder implantiert, das islamische Recht, das jeden gleich behandelt, ein Recht, in dem es keine Korruption gibt. Korruption gibt es so viel auf der Regierungsseite, wo man die Richter nicht bestechen kann und ohne Ansehen geurteilt wird. Aber die Dinge sind tatsächlich im Detail deutlich komplizierter. Auch die Taliban, wurde uns erzählt, werden allmählich korrupter. Auch die Taliban beginnen allmählich wirtschaftlich davon zu profitieren, dass die Menschen abhängig von ihnen sind. Haben denn die Bewohner dieses Tals, die Sie ja auch nicht mit Namen nennen in Ihrer Berichterstattung, auch Kritik, offen Kritik geübt an der Herrschaft der Taliban in Ihrer Region? Was Sie natürlich vor allem bemängeln, ist, dass wirtschaftlich diese Gegenden unter Taliban-Kontrolle nicht vorankommen, isoliert sind, dass die meisten NGOs verschwunden sind, die da mal Anfang der 2000er Jahre doch erstaunlich viele Projekte auch umgesetzt haben. Die Armut ist groß, die Gesundheitsversorgung ist miserabel. Von 100 Leuten haben 20 Cholera. Und die Taliban, die ich auch gefragt habe, was wollt ihr denn verändern? Ihr habt den Krieg jetzt fast gewonnen, aber wie wollt ihr den Frieden gewinnen? Die haben da mehr oder minder mit den Schultern gezuckt, was mich etwas entsetzt hat, dass sie so wenig Plan für die Zukunft haben, außer dass sie Moscheen bauen wollen und noch mehr Koranschulen. Kritik wurde dann noch an ihnen geäußert. Die Taliban zwingen sehr viele Familien, wurde uns gesagt, dazu, ihre Töchter manchmal mit 13, 14 zwangs zu verheiraten, also ohne dass die Familien zugestimmt haben, weil die einfach zu viel Angst haben, den Taliban-Kommandeuren zu widersprechen. Also es gibt einen ganzen Teppich an Problemen, der im Moment aber, so mein Eindruck, noch akzeptiert wird, weil die Taliban als ja sozusagen friedensschaffende Kraft dort noch empfunden werden. Nach diesem Gespräch mit Wolfgang Bauer habe ich mich erstmal hingesetzt und gelesen. Afghanistan, wie war das nochmal? Alles kann ich euch nicht erzählen, da bräuchten wir jetzt eine extra Podcast-Folge, aber immerhin mal ein paar Stichpunkte. 1979 ist der erste große Einschnitt, der Einmarsch der Sowjetunion, um prokommunistische Kräfte zu unterstützen. Die Gegeneinmischung lässt dann nicht lange auf sich warten. Wie im Kalten Krieg so üblich, haben die USA für die andere Seite Partei ergriffen. Und das sind zunehmend radikale muslimische Traditionalisten, Gotteskrieger, arabisch Mujahideen und in den 90er Jahren dann die Taliban. Dann kommt 9/11 2001 und die USA antworten auf die Anschläge mit einer massiven Militäraktion gegen ihre ehemaligen Verbündeten. Die Taliban werden, wie Wolfgang Bauer sagt, in wenigen Wochen in die Bedeutungslosigkeit gebombt. Danach wird eine internationale Schutztruppe für Afghanistan aufgestellt, ISAF. Da sind auch Bundeswehrsoldaten dabei. Und das Ziel ist ein stabiler, demokratischer Staat. Das Mittel ist aber überwiegend Militär. Und dass das nicht ausgereicht hat, das merkt man heute. Die Taliban haben die ländlichen Regionen zurückerobert und große Teile der Bevölkerung sind in die Städte geflohen oder gleich ins Ausland. Täglich sterben Menschen in Afghanistan. 2019 waren das insgesamt 40.000, mehr als in Syrien oder im Jemen in dem Jahr. Wie lebt man in so einem Land, habe ich mich gefragt. Oder wie lebt Frau?
Das wollte auch die ARD-Fernsehkorrespondentin Sibylle Licht wissen. Sie hat eine Unternehmerin gefunden, die einfach ihr eigenes Ding macht. Sibylle sitzt jetzt in Neu-Delhi im Studio. Sibylle, wo lebt diese Frau und was macht sie? Die lebt in Bamian, in der Provinz Bamian. Das ist so etwa 2 bis 3 Stunden von Kabul entfernt. Und sie ist eine Unternehmerin. Seit 4 Jahren hat sie die Genehmigung, eine eigene Fabrik zu führen, also eine eigene Manufaktur, ist eine Textilmanufaktur. Sie hat auch einen Laden aufgemacht und hat sich mit anderen Frauen zusammengetan, die ebenso Unternehmen gegründet haben. Die afghanische Regierung ist also noch gar nicht so lange dabei, Frauen die Möglichkeit zu eröffnen, sich selbstständig zu machen. Und das hat allein für ihre Familie zu einem großen Wandel geführt. Also sie sagt selbst, ihr Leben hat sich komplett verändert. Durch den wirtschaftlichen Erfolg, den sie dadurch hat, konnte sie ihre Töchter, sie hat 6 Töchter, mhm, auf Privatschulen geben, beziehungsweise auch das Studium ermöglichen. Sie konnte sich ein Haus bauen. Also das hat ihr Leben erstmal wirtschaftlich sehr gestärkt und hat anderen Frauen auch Mut gemacht, einschließlich ihren Töchtern natürlich. Die sehen, ihre Mutter ist erfolgreich und möchten ihr auch nacheifern. Hast du denn mit ihr auch darüber sprechen können, wie sie sich so sieht als Frau, wie sie ihre eigene Rolle versteht? Ja, und das war ganz interessant, weil natürlich hier haben wir so das Bild im Westen, dass Frauen abhängig sind in Afghanistan von ihren Männern. Das sind sie zum Teil auch. Aber auf der anderen Seite gibt es sehr viele starke Frauen, die einfach für ihre Rechte kämpfen. Mit 18 war für mich klar, dass Frauen und Männer die gleichen Rechte haben. Frauen wie Männer haben Ideen und Mut. Sie leisten genauso viel. Für mich gibt es keine Unterschiede. Erstaunlich, wie diese eigentlich Binsenweisheit immer wieder gesagt werden muss, ja nicht nur in Afghanistan, sondern auch hier bei uns. Kannst du uns noch ein bisschen beschreiben, was sie in ihrem Unternehmen produziert? Ja, sie nutzt die lokalen Gegebenheiten. Dort gibt es also viele Schafe zum Beispiel. Sie kauft die Schafwolle auf, lässt daraus Teppiche produzieren, aber auch Kleidung, kleine Taschen, Kappen. So traditionelle Kleidung, die aber sehr gut verkauft wird dort in ihrem Laden. Und das Interessante ist, sie hat sich also einen absolut tollen Platz für ihren Laden ausgesucht, direkt an den Buddha-Statuen, die die Taliban 2001 gesprengt haben. Mhm. Das waren die größten aufrechtstehenden Buddha-Statuen der Welt, 1600 Jahre alt, UNESCO-Kulturerbe. Und dort hat sie ihr Laden eröffnet. Also es ist auch ein Statement für Offenheit, weil Bamian und damit auch die Buddha-Statuen und ihr Laden liegen an der alten Seitenstraße, die ja tausende lang genutzt wurden, ist von Händlern aus Ost und West, also ein Punkt, wo sich mehrere Kulturen also getroffen haben. Und das hat natürlich auch Einfluss auf die Leute, die in diesem Tal dort in Bamian leben. Ist das denn das, was sie sich für Afghanistan wünscht, so eine Weltoffenheit, wie es sie mal gab, als die Händler durchs Land gezogen sind, eine Offenheit anderen Kulturen gegenüber? Absolut. Das ist das Bild, was nicht nur sie sich wünscht, sondern auch ihre Freundinnen. Wir haben dort auch ihre Freundinnen getroffen. Das sind alles Unternehmerinnen, die haben sich zusammengetan. Businessfrauen nennen sie sich von Bamian, tauschen sich aus und geben sich gegenseitig natürlich auch Ratschläge, helfen sich, unterstützen sich, protestieren auch jetzt gegen die Friedensverhandlungen, die ins Stocken geraten sind in Doha. Kämpfen für Frauenrechte, sagen, dass sie dort völlig unterrepräsentiert sind bei den Friedensverhandlungen. Also kurz, die Frauen von Bamian, die Geschäftsfrauen von Bamian haben sich organisiert und schauen also, dass sie vorwärts kommen in wirtschaftlicher Hinsicht, aber sie geben ganz klar auch politische Statements ab und haben sich vernetzt landesweit mit anderen Frauen in Afghanistan. In Doha, du hast es gesagt, in der Hauptstadt von Katar, finden Friedensverhandlungen statt zwischen dem Regierungs-Afghanistan und dem Taliban-Afghanistan.
Die Frauen, von denen du sprichst, leben im Regierungsteil. Wir haben am Anfang dieses Podcasts gehört, wie anders es sich lebt in dem Taliban-Teil, was natürlich auch viel damit zusammenhängt, dass es einmal um Städte geht und einmal ums flache Land oder ums bergige Land eigentlich besser, also um sehr arme Gegenden letztendlich. Wie gucken die Frauen von Bamiyan auf diese Friedensverhandlungen oder was wünschen die sich als Ergebnis? Also im Moment sind sie absolut nicht optimistisch, dass ihre Rechte und auch die Rechte möglicherweise ihrer Töchter in Zukunft berücksichtigt werden. Also sie sehen, dass die Friedensverhandlungen allein schon deswegen in Schieflage aus ihrer Sicht sind, weil viel zu wenig Frauen teilnehmen. Also die Frauen sind, so sehen es die Frauen aus Bamiyan, bei den Friedensverhandlungen eigentlich marginalisiert. Ich hoffe, dass es nie wieder ein Regime der Taliban gibt. Wenn es doch passieren sollte, dann werden unsere Träume, all das Erreichte, wofür wir hart gekämpft haben, wieder rückgängig gemacht von den Taliban. Ich will aber nicht, dass meine Töchter zu Hause eingesperrt werden und es ihnen nicht erlaubt ist, zu studieren oder zu arbeiten. Sibylle, gibt es denn schon ein Konzept dafür, wie das künftige Afghanistan aussehen könnte mit einer Kompromissregierung aus den Städten und dem Taliban-beherrschten Land? Also offiziell gibt es das nicht. Ich führe natürlich aber auch Gespräche mit Wissenschaftlern, die sich darum kümmern, mit Organisationen. Und da höre ich natürlich einiges. Was man hört von der Taliban-Seite, die ja insbesondere auch interessant ist, was stellen die sich eigentlich vor, ist, dass man dort diskutiert, eigentlich keine Wahlen zuzulassen. Das wiederum möchte natürlich die afghanische Regierung. Es soll eigentlich gewählt werden und das scheint aber in Frage zu stehen. Was die Taliban sich vorstellen, ist ein Staat zu schaffen, der auf jeden Fall nach dem Recht der Scharia funktioniert. Die gilt in Afghanistan ohnehin schon. Bloß es ist immer die Frage, wie sie ausgelegt wird. Und was bedeuten die Pläne der Taliban für Frauen? Zur Frauenfrage können Sie sich vorstellen, dass Mädchen durchaus eine höhere Bildung erlangen können, auf Unis gehen. Da lehnen Sie sich an die Golfstaaten wie zum Beispiel Saudi-Arabien. Das könnte auch so ein politisches System sein, was Sie sich vorstellen können. Und was die Frauen nochmal betrifft, Frauen und Mädchen, müssten wohl keine Burka tragen, sondern könnten Kopftücher tragen. Aber was ich auch höre, ist, dass das zum Beispiel im ländlichen Raum, in den Provinzen von den Taliban-Führern absolut abgelehnt wird. Die halten das für Ketzerei. Die haben ganz andere Meinung dazu. Angenommen, es käme jetzt zu so einem Golfsystem in Afghanistan, so ähnlich wie in Saudi-Arabien, wo es ja auch Unternehmerinnen gibt, wo es Universitäten gibt für Frauen. Wäre das ein Kompromiss, mit dem Sarah Kasimi, die Unternehmerin, leben könnte, die ihr porträtiert habt? Das würde auf jeden Fall ihren Töchtern ermöglichen zu studieren. Und darum geht es Sarah Kasimi und den anderen Frauen. Aber ihr eigentliches Ziel ist wirklich, ihre Freiheit zu erhalten, so wie sie jetzt ist, ja, dass sie nicht abhängig ist von Männern, die sie erst fragen muss, ob sie ein Unternehmen gründen darf oder ihr Unternehmen weiter betreiben darf oder ausweiten. Also da würden die Taliban, glaube ich, doch einige andere Schranken noch einziehen. Also so scheint es mir jedenfalls zu sein. Und da wird man dann einfach sehen, welche Linie sich in den Taliban dann wirklich durchsetzen kann in Zukunft. Das klingt nach einem langen Weg in Richtung Frieden in Afghanistan. Vielen Dank an Sibylle Licht. Sie ist ARD-Fernsehkorrespondentin in Neu-Delhi und auch zuständig für Afghanistan. Nach allem, was wir bis hierher erfahren haben, ist es eigentlich nicht weiter verwunderlich, dass ein großer Teil der Menschen, die ihr Leben riskieren, um nach Europa zu kommen, aus Afghanistan stammt. Das war schon mal so, 1979, nach dem Einmarsch der Sowjetarmee. Damals kam Asim Musafer nach Deutschland. Er hat Asyl bekommen und dann in Bonn Medizin studiert und arbeitet heute als Oberarzt am Zentralklinikum Bad Berka bei Weimar. Hallo, Herr Dr. Musafer.
Ja, hallo, ich grüße Sie. So wie wir beide jetzt über Skype reden, sind Sie ja sonst mit Ihrer alten Heimat verbunden. Jedenfalls mit den Teilen. Genau, mit den Teilen Afghanistans, in denen die Internetverbindung stabil genug ist. Sie machen Behandlungen per Telemedizin, haben Sie mir im Vorgespräch erzählt. Warum ist denn das so wichtig für Afghanistan? Ja, erstmal weiß man, dass in Afghanistan die Ausbildung der Ärzte in den letzten 30 Jahren während des Krieges so gut wie gar nicht stattgefunden hat. Man hat eine Sparausbildung gehabt, nach russischem Modell 3 Jahre. Und das Wissen dort ist nicht für jetzige medizinische Versorgung geeignet. Viele Ärzte sind auch rausgegangen aus Afghanistan während der Taliban-Besatzungszeit. Und so ist umso wichtiger, die Patienten von Fernen zu behandeln, weil dorthin zu gehen, von Ausland, um Patienten zu versorgen oder den Kollegen dort beizustehen, ist schwierig. Vor allen Dingen im Moment wahrscheinlich, weil jetzt noch Corona dazukommt. Ich habe mir die Zahl der Menschen angeschaut, die in Afghanistan durch Terroranschläge oder Krieg ums Leben gekommen sind und weiterhin ums Leben kommen. Die ist ja seit Jahrzehnten eine der höchsten weltweit. Und jetzt frage ich Sie, was das denn bedeutet für die Zahl der Verwundeten, die dann einen Arzt brauchen, wenn Sie sagen, es gibt so wenig Ärzte oder nicht gut ausgebildete Ärzte? Erstmal gibt es wenig Ärzte. Und zweitens, wenn Sie jetzt die Kriegschirurgie oder Kriegsmedizin betrachten, da muss man auf Natur des einzelnen Verletzten sich verlassen, dass sein Immunsystem oder seine gesamte Kondition den rettet. Eine medizinische Versorgung für den gibt es nicht. Ich habe in den Jahren vor der Taliban-Zeit in Peshawar gewesen. Ich war damals als Kinderorthopäde und ich habe nur Amputationen gesehen. Ich bin auch nach Jalalabad damals gefahren worden von den Kollegen. Wir haben nur amputiert. Also es gibt sehr viele Verletzte, die überleben an einer Amputation der Gliedmaßen. Sonst überleben die gar nicht. Jetzt lehren Sie ja auch an der Universität Kabul als Gastdozent, derzeit auch übers Internet, und kriegen bestimmt auch mit, warum sich denn junge Männer und Frauen für dieses Studium entscheiden, gerade wenn die Situation so schwierig ist. Also als Ärztin nur amputieren zu dürfen, stelle ich mir fürchterlich vor. In Afghanistan gibt es 2 Faktoren. Es hat sich erstmal insofern seit 2002 die Situation geändert, als die jungen Leute über die Massenmedien, über die sozialen Medien auch Kontakt zur Außenwelt haben und sehen, was Medizin ist. Und sehen auch, dass in Afghanistan die Ärzte nicht können. Alleine das Nichtkönnen der Ärzte motiviert die jungen Leute zu studieren. Und wenn ich mit denen rede, die sagen, bringt uns bitte Material. Deshalb haben wir auch mit E-Learning angefangen. Wir wollen hier im Land was ändern. Glauben Sie, es gibt junge Leute, die genau sagen, ich möchte nicht Afghanistan verlassen. Ich möchte hier so weit sein, dass unsere Patienten nicht mehr nach Indien oder nach Pakistan gehen. Aber diese Wunsch oder diese Ausbildungsplätze in Afghanistan gibt es in 7 staatliche Universitäten, die eine gute Ausbildung haben, und gibt es aber hunderte privaten, die nur gegen das Geld den Leuten eine Ausbildungszeugnis geben. Und ich kritisiere eigentlich nicht die jungen Leute, die jetzt studieren wollen, sondern die Zulassungsstelle, die korrupte Regierung, die jede Fakultäten zulassen, solange sie ein paar hunderttausend Dollar oder Euro den Beamten geben. Und das Problem, denke ich, ist eine falsche Entwicklung gewesen. Die jungen Leute, die sind vielleicht Patrioten auch und wollen in Afghanistan was ändern. Nach dem Jahr 2001, als die Taliban besiegt waren durch diesen riesigen internationalen Militäreinsatz in Afghanistan, gab es ja dann sowieso eine Zeit der Hoffnung. Ganz viel Geld für Wiederaufbau, NGOs und so weiter. Haben Sie damals überlegt, ganz wieder zurückzugehen, zum Beispiel um eben die medizinische Ausbildung dauerhafter aufzubauen? Ja, das war wirklich die Anfangsphase, war eine hoffnungsvolle, mit wirklich euphorische Menschen, auch ich. Ich bin auch in Taliban-Zeit in Afghanistan gewesen, aber seit 2002 jedes Jahr und in den letzten
10 Jahren fast 3 bis 4 Mal im Jahr. Aber man merkt, die Anfangsphase war die Rettungsphase, dann kam Aufbauphase und jetzt kommt die Transformationsphase, was vieles, vieles falsch läuft oder für afghanische Interessen nicht mehr richtig läuft. Und diese Phase, was man jetzt durchmacht, ist für Afghanistan eine sehr schwierige Phase und das merkt man auch an den Flüchtlingszahlen und dann an den nicht nur nach Europa, man muss in die Türkei gehen, man muss nach Iran gehen, nach Pakistan gehen und in andere Länder, man sieht überall Afghanen. Und das ist nicht so, dass sie gerne Afghanistan verlassen. Diese ganze Kriegszeit ist ja eigentlich seit dem sowjetischen Einmarsch 1979 auch immer geprägt durch Einmischung von außen. Und jetzt gibt es Friedensverhandlungen, die werden auch wieder von außen begleitet. Die Bundesrepublik Deutschland spielt da eine Rolle, die hat ja auch militärisch eine Rolle gespielt. Wie sehen Sie das? Ist das ein guter Weg? Ich denke, Amerikaner haben ihre Interesse erreicht und mehr wollen sie nicht in Afghanistan. Und das, was Afghanistan jetzt in diesem Zustand ist, reicht denen. Und ich finde das unfair und auch nicht den Interessen Afghanen entsprechend. Eine Regierung, die jetzt alleine kämpft gegen Taliban und Frieden zwischen Amerikanern und Taliban ist, die greifen sich gegenseitig gar nicht an. Und die afghanische Armee ist eine wirklich schlecht ausgebildete Armee. Die sind Armee der armen Leute, weil die nur zur Armee gehen, weil die sonst nichts zu tun haben, keine Arbeit haben und die Familie sonst verhungert. Die haben nicht diesen Enthusiasmus, wie die Taliban zu kämpfen. Die gehen kämpfen, um Geld zu verdienen. Und ich finde, dieser Frieden zwischen Taliban und Amerika zu scheitern der afghanischen Regierung verurteilt. Diese Regierung wird das nicht überleben, wenn Amerikaner so weitermachen. Jetzt laufen ja seit September Friedensverhandlungen zwischen Abgeordneten der Regierung und Abgeordneten der Taliban in Katar. Glauben Sie, dass diese Friedensverhandlungen erfolgreich sein werden? Nee. Eindeutig nein. Ich glaube, das ist ein Wahlversprechen von amerikanischen Präsident gewesen. Ich hole unsere Jungs raus, um in Wahlen bessere Chancen zu haben. Hat er damit angefangen. Egal wer gewinnt, wird der Blatt sich wahrscheinlich umwandeln. Aber Amerikaner wollen auch, die haben ihre Ziele erreicht. Die haben ihre militärische Präsenz in Afghanistan, in diesem Gebiet in Südostasien. Das bleibt auch. Alles andere, was da passiert, ist denen wurscht, die werden nicht angegriffen. Aber sterben pro Tag 500 bis 1000 afghanische Soldaten. Für was? Das fragt Dr. Azim Mosafe. Er arbeitet als Wirbelsäulenchirurg in Bad Berka und telemedizinisch auch in seiner Heimat Afghanistan. Und das war unser Weltspiegel-Podcast zum Thema Afghanistan, Zukunft mit den Taliban. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert uns doch bitte. Und ihr könnt uns natürlich auch Feedback schicken über Instagram, über Twitter oder einfach per E-Mail weltspiegel.digital@ard.de. Diese Folge haben wir am 5. November aufgenommen. Verantwortlich sind Steffi Fetz und Esther Saub.